Herzlich willkommen, liebe Skorpione, Februar 2024. Wie sieht es aus? Mit was habt ihr es zu tun? Es kommt starke und gute Energie aus dem Bereich Wissen, Kommunikation, Beweglichkeit, aber nach wie vor habt ihr natürlich die inzwischen beide direkt laufenden Jupiter und Uranus in Opposition zu eurem Skorpionzeichen. Insbesondere diejenigen unter euch, die geboren sind, 7., 8., 9., 11. und auch noch der 12. November, die haben Uranus in Opposition, also dort, wo sie sind, da ist die Befreiung nicht, sondern die Befreiung ist im Stierzeichen außen. Und wie kann man sie jetzt erlangen und wie kann man da drankommen? Für diejenigen unter euch, die Ende Oktober geboren sind, bis zum 30. hin, die haben Jupiter in Opposition, und Jupiter in Opposition heißt nichts anderes, es ist Wachstum da, aber es ist nicht da, wo ich bin. Ja, das ist natürlich eine Oppositionsgeschichte, und das ist im Allgemeinen die Situation. Die Skorpione haben gute Energie in dem Bereich Wohnen, in dem Bereich Gestaltung meines Heims, gute Energie in dem Bereich Kommunikation und Beweglichkeit. Und sie haben eine schwierige Energie eher in dem Bereich, wie lerne ich Leute kennen, wie halte ich meine Affäre am Laufen, wie kommuniziere ich unter Umständen mit meinen Kindern. Das ist im Augenblick durch die Anwesenheit von Saturn in den Fischen kein ganz einfaches Thema für die Skorpione. Neptun in den Fischen auf etwa 26 Grad Fische im Augenblick begünstigt diejenigen Skorpione, die geboren sind, um eben genau jene Zeit herum, 4., 5., 6., 7., 8., 9. und auch noch der 12. November. Die haben tatsächlich dort eine Begünstigung, also dort, wo Uranus sie im Grunde genommen quasi auf die Plätze verweist und sagt, ja, Befreiung schon, aber unter Umständen nicht mit euch außen. Die haben aber tatsächlich dann die, ja, etwas despektierlich gesagt, Entlastungsbohrung durch den Neptun, der eben sagt, okay, wenn ihr das finanziell nicht haben könnt, dann könnt ihr aber unter Umständen wenigstens in den Bereich hineingehen, wo ihr spirituell profitiert. Das Thema Arbeit ist für den Skorpion ernst zu nehmen. Auch das Thema Heilung ist für den Skorpion ernst zu nehmen. Man geht am besten mit Initiative dran und muss ein bisschen gucken, dass man sich bei der Arbeit nicht verletzt. Das gilt insbesondere für diejenigen Skorpione, die geboren sind um die Zeit 5., 6., 7., 8. und 9. November. Ich danke fürs Zuhören. Markus Termin, die Vorhersage für das Zeichen Skorpion, astrologisches Stundenbuch. Wer Lust hat, mit mir in Kontakt zu treten für eine persönliche Beratung, da oben seht ihr die Mailadresse, unten im Blog die Bedingungen für eine Konsultation.